Ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 4a und 4b. Hier geht es um die Beratung von Vorlagen zu Hartz IV, Sonderregelungen für unter 25-Jährige, zu Sanktionen im zweiten Buch des Sozialgesetzbuches und zu Leistungseinschränkungen im 12. Buch des Sozialgesetzbuches. Über Beschlussempfehlungen zu dem Antrag der Fraktion Die Linke und zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen werden wir später namentlich abstimmen. Ich mache also schon jetzt darauf aufmerksam, dass wir nach diesem Tagesordnungspunkt zwei namentliche Abstimmungen durchführen werden. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind auch für diese Aussprache 90 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch. Dann verfahren wir so. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort zunächst der Kollegin Katja Kipping für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor einigen Wochen wandte sich Birgit P. an mich, weil sie von einer Sanktion bedroht war. Zur Erläuterung: Sanktion bedeutet, dass das ohnehin niedrige Arbeitslosengeld II gekürzt wird in 30-Prozent-Schritten bis hin zum kompletten Entzug. Birgit arbeitet als Ersatztagesmutter. Das heißt, wenn eine reguläre Tagesmutter erkrankt, springt sie ein. Diese Arbeit macht ihr Spaß und die Kinder schätzen sie. Zum Leben reicht das aber nicht. Dafür kommen zu wenige Stunden zusammen, in denen sie einspringen muss. Deswegen ist sie auf aufstockende Hartz-IV-Leistung angewiesen. Ihr Fallmanager hat sie nun angewiesen, Bewerbungen zu schreiben für Stellen, wo sie mehr verdient. Das hat sie auch getan. Allerdings hat sie in diesen Bewerbungen wahrheitsgemäß angegeben, dass sie erst im Sommer eine neue Stelle antreten kann, dass sie mit dem Verein, wo sie einspringt, auch einen Vertrag mit Kündigungsfristen hat. Der Fallmanager unterstellt ihr nun, mit diesem Hinweis sei sie selbst schuld daran, keinen neuen Job gefunden zu haben. Im Behördendeutsch heißt das dann fehlende Mitwirkung. Und ist die erst einmal unterstellt, ist Hartz IV schnell gekürzt. Zum Glück hat Birgit P. sich Unterstützung gesucht. Die drohende Sanktion konnte in letzter Minute noch abgewendet werden. Es zeigt sich also, es lohnt sich, sich zu wehren. Und Birgit P. ist kein Einzelfall. Immer wieder werden in unserem reichen Land arme Menschen durch Sanktionsandrohungen in Existenzangst gestürzt. Die Linke meint, kein Mensch hat es verdient, in Existenznot zu geraten, und deswegen wollen wir die Sanktionen abschaffen. Zumal beim Verhängen der Sanktionen immer wieder Fehler unterlaufen. Davon zeugt zum Beispiel folgende Zahl: 40% der Widersprüche gegen Sanktionen bekommen Gänze oder teilweise Recht. Hier wird also selbst nach den strengen Gesetzesregelungen Menschen zu Unrecht Arbeitslosengeld II gekürzt. Und wir reden hier von Menschen, die kein Polster haben, die wirklich ins Nichts stürzen, wenn sie gekürzt werden. Ein klassischer Einwand gegen die Sanktionsfreiheit wurde vom FDP-Redner präsentiert, als wir vor einem Jahr darüber diskutierten. Herr Kober sagte, man muss auch an die denken, die mit ihrer Hände Arbeit die Sozialleistung erwirtschaften. Solidarität ist keine Einbahnstraße. Das klingt ja, als ob die FDP jetzt in tiefer Sorge entbrannt ist um die Beschäftigten. Tatsache ist jedoch, die Beschäftigten erwirtschaften mit ihrer Hände Arbeit zuallererst mal eins: die Gewinne der Konzerne und die Boni der Topmanager. Dass die Beschäftigten zum großen Teil auch für das Steueraufkommen verantwortlich sind, das liegt nicht an den Hartz IV-Betroffenen. Das ist Ergebnis einer verfehlten Steuerpolitik, einer Steuerpolitik, die Geschenke für Superreiche vorsieht und die Mittelschichten zur Kasse bittet. Wer möchte, dass die Mittelschichten mehr Geld in der Hand haben, der muss nicht Erwerbslose schikanieren, der muss einfach für Steuergerechtigkeit sorgen. Denn wer meint, die Verkäuferin, die Kfz-Mechanikerin hätte auch nur einen Cent mehr in der Tasche, wenn wir weiterhin Erwerbslose mit Sanktionen schikanieren, der irrt. Das Gegenteil ist der Fall. Die Hartz-IV-Sanktionspraxis übt Druck auf die Löhne auf. Selbst ein der Bundesagentur nahestehendes Institut, das IAB, hat bestätigt, allein die Existenz von Sanktionen führt dazu, dass die Bereitschaft, niedrigere Löhne, familienunfreundliche Arbeitszeiten in Kauf zu nehmen, zugenommen hat. Und im Gegensatz zur FDP wollen wir Lohndumping nicht befördern, sondern beenden. Und deswegen, auch deswegen muss die Situation von Erwerbslosen verbessert werden. Ein zweiter Grund.
Werden Sanktionen verhängt, so stürzt das den Betroffenen in existenzielle Not bis hin zur Wohnungslosigkeit. Und ja, hier unterscheidet sich der linke Freiheitsbegriff vom schwarz-gelben Freiheitsbegriff. Die Freiheit, die wir meinen, meint immer auch die Freiheit von Existenznot, die Freiheit von Wohnungslosigkeit. Wir meinen, die Sanktionspraxis ist unvereinbar mit dem Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum auf Teilhabe. Und dieses Grundrecht gehört für uns zum Kern eines zeitgemäßen, ja eines demokratischen Sozialstaates. Was meint das? In Vorbereitung auf die heutige Debatte habe ich mich mit Menschen unterhalten, die die Auswirkungen der Sanktionen in der Praxis erleben, sei es als Gewerkschaftssekretär, Sozialpädagogin, Erwerbslose. Die Ergebnisse sind in Filmspots zusammengefasst und auf meiner Webseite einzusehen. Darin kommen die Stimmen der Praxis zu Wort. Und diese sagen zum Beispiel eine Erwerbslose: Auf dem Jobcenter bin ich keine Bürgerin. Da werde ich entmündigt und bevormundet. Ein Rechtsanwalt sagt: Für Rechtsanwälte ist Hartz IV ein Vollbeschäftigungsprogramm. Aber für die Betroffenen ist es ein kolossales Verarmungsprogramm und muss deswegen abgeschafft werden. Eine Erwerbslosenberaterin sagte sogar: SGB II, das meint das Sozialgesetzbuch, ist für sie ein Strafgesetzbuch. Das klingt sehr hart, aber zu beobachten ist tatsächlich, dass Menschen, die auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind, immer wieder öffentlich unter Generalverdacht stehen, und davon zeugt auch die Sprache der offiziellen Dokumente. Nur mal ein Beispiel: Wer einen Antrag auf Grundsicherung stellt, der muss eine Belehrung unterschreiben, dass er sofort meldet, wenn er zum Beispiel Betriebskosten gutgeschrieben bekommt. Und dann, Zitat: Erfolgt dies nicht, ist die AGE verpflichtet, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten oder gemäß § 263 Strafgesetzbuch die Sache wegen Verdachtes des Betruges der Staatsanwaltschaft zu übergeben. Da hat jemand noch gar nichts getan und schon wird mit der Staatsanwaltschaft gedroht. Ist doch kein Wunder, wenn in so einer Situation Erwerbslose das Gefühl haben, sie hätten ein Keinsmal auf der Stirn. Ich meine, wer von Arbeitslosengeld II, was ohnehin zu niedrig ist, was gestern nun auch das Berliner Sozialgericht entsprechend geurteilt hat, wer von Arbeitslosengeld II leben muss und immer wieder Absagen auf Bewerbungen bekommt, der ist bereits doppelt gestraft. Dem müssen Politik und Ämter nicht noch zusätzlich verbal schikanieren. Die Linke hat beantragt, namentlich abzustimmen. Wir wollen das Abstimmungsverhalten veröffentlichen. Ja, jeder soll erfahren können, wie der Abgeordnete, die Abgeordnete seiner Region abgestimmt haben, und das aus gutem Grund. Zum einen offenbart sich in der Frage, wie hältst du es mit den Sanktionen auch, wie ernst meint es wirklich mit dem Grundrecht auf Teilhabe. Und diese Frage der Sanktionen ist für die Betroffenen zutiefst eine existenzielle und eine sehr persönliche Frage. Und ich finde, bei einer gleichermaßen so grundsätzlichen wie persönlichen Frage muss die Courage möglich sein, dem eigenen Gewissen zu folgen. Die Fraktionsspitzen sollten hier wirklich von dem Druck zur Fraktionsdisziplin absehen. Wir haben im Bereich Hartz IV, hat der Druck zur Fraktionsdisziplin so viele Fehler angerichtet, hat uns immer wieder in Regelsätze geführt, die vor dem Gericht scheitern. Machen Sie Schluss damit, geben Sie sich einen Ruck. Es geht bei der Sanktionsfreiheit um nicht weniger als um die Beendigung von Existenzangst. Ich bitte um Ihre Zustimmung.